Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Cup of Architects. Heute erkläre ich euch, wie ihr das Projekt unterstützen oder sogar dabei mitwirken könnt. Generell benötigen wir noch Hilfe in allen möglichen Bereichen, egal ob im Support, als Cinematograf, als Jurymitglied oder extern des Teams als Sponsor, Promoter oder als Zuschauer. Im Folgenden erkläre ich euch alles, was ihr zu den verschiedenen Tätigkeiten im Team wissen müsst, wie ihr euch bewerben könnt und was unsere Anforderungen an euch sind. Im späteren Verlauf komme ich auch noch einmal im Speziellen auf die Unterstützung extern des Teams zu sprechen. Um überhaupt im Team mitwirken zu können, setzen wir gewisse Anforderungen im Allgemeinen voraus. Damit ein reibungsloser Ablauf des Projekts garantiert werden kann, ist es sehr wichtig, dass man sich auf dich verlassen kann, du eine gewisse Professionalität aufweist und vor allem genügend Zeit mitbringst. Außerdem setzen wir selbstständiges Arbeiten voraus und ein funktionierendes Mikrofon sollte vorhanden sein. Wir benutzen für die Kommunikation das Teammanagement-System Slack. Dementsprechend solltet ihr bereit sein, für das Projekt Slack aktiv zu nutzen. Wenn du uns im Team unterstützen möchtest, gibt es folgende Tätigkeitsbereiche. Cinematic-Produktion. Bei der Produktion des Cinematics muss man unter hohem Zeitdruck arbeiten und trotzdem Ideen kreativ umsetzen können. Alle 2 bis 3 Wochen für 3 bis 4 Tage am Stück dem Projekt zur Verfügung stehen und zuverlässig arbeiten. Um euer Können ungefähr einschätzen zu können, bitten wir um eure besten Referenzen als Beilage. E-Mail, Teamspeak und Ingame Minecraft Support. Um auch bei hohen Userzahlen einen einwandfreien Support für User bieten zu können, müssen Supporter ein Grundverständnis besitzen, wie direkter Spielersupport funktioniert und Erfahrung mit Support bei anderen Projekten mit sich bringen. Jurymitglied. Wer sich als Jurymitglied bewerben möchte, muss bedenken, dass dieser Posten einerseits extrem viel Zeit in Anspruch nimmt. Die Bewertung muss, je nachdem in welcher Phase wir uns gerade befinden, innerhalb von 3 Tagen bis hin zu einer Woche erfolgen. Andererseits müssen sich alle Jurymitglieder untereinander verstehen und Vorurteile gegenüber eventuellen Teilnehmern sind bei der Bewertung absolut fehl am Platz. Ebenso müssen wir, die Organisation des Projektes, sowie die contestverfolgende Community in jedes Jurymitglied vollstes Vertrauen setzen, sodass die Bewertung fair stattfindet. Damit dieses Vertrauen zur Community besteht, muss eine jahrelange Bauerfahrung mit entsprechend guten, öffentlich einsehbaren Bauwerken vorhanden sein. Für die folgenden Aufgabenbereiche müssen vor allem Referenzen vorgelegt werden, welche uns eindeutig von eurem Können im jeweiligen Bereich überzeugen. 2D-Animation. Darunter fallen Aufgaben wie Grafiken erstellen und diese zu animieren, so wie in diesem Video hier. 3D-Animationen, also Minecraft-Skins sowie passende Umgebung in einem oder mehreren entsprechenden Programmen animieren und rendern. Minecraft-Rendering von einzelnen Bauwerken. Minecraft-GIF-Renderings, welche sich zum Beispiel um einen Plot oder ein Bauwerk drehen. Skin-Extruding, also einen Minecraft-Skin in mehreren Dimensionen darstellen und am besten die dazugehörige 3D-Skin-Animation. 2D- und 3D-Grafiker werden ebenfalls benötigt, um die Qualität des Projektes zum Beispiel auf der Website besser darzustellen. Selbstverständlich sind wir für jeden dankbar, der unser Projekt unterstützen möchte, ohne direkt bei der Umsetzung mitzuwirken. Um möglichst viele Personen von unserem Projekt zu begeistern, würden wir uns extrem freuen, wenn du unsere Social-Media-Seiten, also YouTube, Twitter und Facebook, mit Freunden und anderen Minecraft-Kollegen teilst. Dies ist sehr wichtig bei einem Projekt wie unserem, welches quasi von Null auf startet. Um den Wettbewerb auch einer breiteren Masse an Zuschauern näher zu bringen, sind wir sehr interessiert an individuell gestalteten Partnerprogrammen. Wenn du unser Projekt unterstützen möchtest, würden wir uns gerne zu einem privaten Gespräch treffen. Selbstverständlich lässt sich auch ein Termin ausmachen. Hierfür haben wir die Mail management@cupofarchitects.eu bereitgestellt. Ein Sponsoring in Form einer Gewinnbeteiligung hilft uns ebenfalls weiter. Wir wollen unseren Teilnehmern natürlich nur Preise bieten, welche ihnen auch etwas nützen. Wenn du also denkst, einen Gewinn beisteuern zu können, ohne direkt ein Partnerprogramm mit uns einzugehen, würden wir das gerne in einem privaten Gespräch abklären. Falls du dich in irgendeiner Form angesprochen fühlst, dann sende uns eine Bewerbungs-E-Mail mit folgenden Inhalten an contact@cupofarchitects.eu. Die Bewerbung sollte euren echten Vornamen beinhalten, kann auch eine Kurzform sein, zudem euren Nickname sowie den echten Minecraft-Namen. Bei vielen überschneidet sich das Ganze ja. Außerdem sollte die Bewerbung eine Beschreibung eurer Person beinhalten, also was ihr für Hobbys habt, was ihr für Schwächen und Stärken habt und so weiter. Und selbstverständlich dazugehörige Referenzen bzw. bisherige Erfahrungen, je nachdem in welchem Bereich ihr euch bewerbt. Zuletzt noch die aufbringbare Zeit, die ihr für das Projekt aufwenden könnt, also wann eure Online-Seiten sind und so weiter. Wenn du einen Freund oder Bekannten hast,
wo du denkst, er oder sie hat Lust, bei diesem Projekt mitzuwirken, dann send ihnen doch einfach dieses Video. Vielen Dank vom gesamten Cup of Architects Team für die bisherige Unterstützung. Wenn euch das Projekt gefällt, dann lasst uns einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr überhaupt nichts mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und folgt uns auf Twitter und Facebook. Konstruktive Kritik natürlich in die Kommentare und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.